Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und heute grüße ich den Leo und die Serafina. Willkommen auf diesem Video. Und wir müssen erstmal das Holo-Terminal aktivieren und wahrscheinlich muss Barriss uns was Wichtiges sagen. Also schieß mal los, Barriss. Schüler, es ist Sitte, dass man sich in Gegenwart eines Mitglieds des Arztes so laut verneigt. Wirklich? Dann machen wir das doch. Ich hab's nicht so mit Sitten. Ich hab heute mal keinen Bock auf Sitten. Darauf könnt ihr lange warten. Ich werde deine Widerspenstigkeit im Privaten dulden, Jungspund. Wenn Fremde anwesend sind, wirst du dich vor mir verneigen. Sonst wirst du hart bestraft. Verstanden? Ja, wir werden sehen. Nein, nicht das erste. Ich wollte euch nicht erzürnen, Meister. Stopp, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Schüler ist... Ich werde ein Fremder. So, wir werden sehen. Ich verneige mich, wenn ich Lust dazu habe. Diese jämmerlichen Allüren. Wieso machst du mir solche Mühe? Die Zeit unseres Aufstiegs ist gekommen. Wir haben Krieg. Der Rat der Sith hat mir das Kommando übertragen. Und in der ganzen Galaxis toben Schlachten. Du wirst mit Lord Drak die wichtigsten Kampfschauplätze überwachen. Drak wurde bereits entsandt. Und nun lasse ich auch dich von der Leine. Wo muss ich hin? Wohin werde ich geschickt? Wir haben von einer Verschwörung erfahren, die den Vorteil zu untergraben droht, den wir mit deiner Hilfe auf dem Planeten Quesh erlangt haben. Der Konflikt um die Ressourcen auf Quesh bleibt der wichtigste in den Randsystemen. Der Plan der Republik darf nicht aufgehen. Irgendwas kenne ich doch an Quesh. Dort habe ich Admiral Monk ausgeschaltet und die Quesh-Giftversorgung abgeschnitten. Das ist jetzt Schnee von gestern. Commander Ollien wird dich einweisen. Er erwartet deine Ankunft im Frontkommandozentrum auf Quesh. Ich werde richtig gehend nostalgisch. Ich schicke meinen besten Schüler in den Krieg. Das ist der Höhepunkt all unserer Taten. Werde nicht emotional, okay? Erspart mir die Sentimentalitäten, Meister. Du hast recht. Alles, was wir getan haben und noch tun werden, ist einfach notwendig, um zum gewünschten Ende zu gelangen. Lebe wohl. Aber irgendwas riecht hier ganz falsch, wenn wir jetzt wieder nach Quesh müssen. Ach, schon wieder riecht's immer noch nach einem Puffer. Okay, Wette. Natürlich rede ich erstmal mit Wette, ist klar. Meine Liebe. Was bedrückt dich, Wette? Ich habe mit Tiva gesprochen. Gleich nachdem ihr sie befreit habt, fing sie an, nach Mutter zu suchen. Ich helfe ihr, wo ich nur kann. Schon Glück gehabt? Wie geht die Suche voran? Nur langsam. Die imperialen Standarddatenbanken sind keine große Hilfe. Mutter war zur Zeit unserer Geburt noch sehr jung. Sie muss noch am Leben sein. Irgendwo. Sei es drum. Hauptsächlich wollte ich euch dafür danken, was ihr für Tiva getan habt. Es ist traurig, dass niemand sonst erkennt, dass ihr eigentlich ein gutes Herz habt. Oh mein Gott! Ey, das waren die schönsten Wörter, die ich je gehört habe. Alter, das hat ja noch nie jemand zu mir gesagt. Oh mein Gott. Also, mein Ernst. Mir hat sowas noch nie jemand gesagt. Alter, ich fühle mich jetzt echt schön. Ich habe mich gerade wirklich schön gefühlt. Das war echt eine tolle Geste von Wette. So, meine Schülerin, was willst du noch? Es ist schon komisch, wenn ich denke, dass ich einmal zum Jedi ausgebildet wurde. Ihr erweckt in mir mein wahres Potenzial. Ich fühle eine große Macht, die mich durchdringt. Ja, du lernst anscheinend schnell, wie man mit der Macht umgeht. Ich bin beeindruckt, wie leicht du meine verschiedenen Einflüsse aufnimmst. Nichts kann uns aufhalten. Das will ich doch hören. Also mach noch weiter deine Hausaufgaben, das wird doch schon. Und ich gehe jetzt erstmal in den Nebenraum mit Pierce. Ich weiß, ich habe das schon einmal gesagt, aber ich habe jetzt lange genug geschwiegen. Quinn ist eine Belastung. Ohne seine Einwilligung kann ich nichts tun. Er hält uns beide auf. Na, ignoriert den doch einfach. Ich hätte es halt gefragt, was wer denn gegen dich machen, hä? Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber dann ignorieren den doch einfach. Salutiert einfach und geht weiter.
Die einzigen Befehle, die ihr befolgen müsst, erhaltet ihr von mir. Soll mir nur recht sein. Ich will ihr schließlich 110% geben. Die richtige Crew kann entscheidend für das Gelingen einer Mission sein. Beim Tarnkommando kennt jeder seine Aufgabe und erfüllt sie. Da ist kein Platz für Fehler. Man hat immer uns reingeschickt. Der Anschlag auf Moff Tarek, das Massaker bei Harun Kahl, Operation Machtschmettern, waren alles wir. Ja, das denke ich, das ist auch sehr glaubenswert. Der Rest eures Teams muss kämpfen wie ihr. Ein gutes Team, das die richtigen Ziele trifft. Wir haben uns auf ein paar große Anschläge vorbereitet, bevor wir aufgelöst wurden. Wie die Bastion. Ein riesiger Militärkomplex der Republik auf Corellia. Es heißt, sie sei uneinnehmbar. Wir hätten es geschafft. Guck mal, du hast doch da noch eine Chance, also nehme sie, bevor sie weg ist. Das Imperium wird die Bastion irgendwann erreichen. Ich brauche zuerst eine Genehmigung und den Rest des Teams, um das durchzuziehen. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Ich habe euch damit lange genug in den Ohren gelegen. Du kriegst sie auf jeden Fall. Ich finde schön, wie er gesagt hat, nicht 100%, sondern 110%. Die 10% muss dann noch dazu. Wieso ruckelt denn das jetzt so, Alter? Ganz merkwürdig, okay. Ich grüße Sie. Sie sehen ach, ich glaube, ich weiß warum. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss das kurz einstellen. So, jetzt müsste das wieder besser laufen. Ja, bisschen. So, Queen. Mein Sith Lord, ich melde mich gerade zur Prüfung für den Rang eines Captains zweiten Grades an. Deshalb bitte ich euch hiermit formell um ein Empfehlungsschreiben. Quinn, du machst deine Arbeit sehr gut und deswegen bekommst du es einfach. So, du hast mir geholfen, du hast mich nie verraten, also du hast es verdient. Mit dem größten Vergnügen. Ich werde ein Loblied auf euch singen, Captain. Ihr ehrt mich, mein Sith Lord. Kein Problem. Hauptsache, du bist weiter hier und machst deine Arbeit. Okay. Dann müssen wir wieder zu Crash. Ich frag mich nur, was machen wir dort? Es riecht halt ziemlich gefährlich, wenn ich mir denke, dass wir wieder auf Crash gehen müssen. Aber okay. Was habe ich da probiert gerade? Ich weiß auch nicht. Okay, aber ich spawne hier unten. Das ist nice. Wo müssen wir denn hin? Hier hin. So. Commander Orlan. Ich hoffe, das wird nicht so ein anstrengender Auftrag, sondern ganz geschillt. Aber dieser Planet ist so hässlich. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen wie Herbstwetter plus versiffte Giftgase raus und halt sehr viele Kraftwerke. Also, ziemlich schlechte Mischung. Eine ganz miese Mischung. Sollte man gar nicht einnehmen. Und das Wasser ja auch nicht. Orlan! Bitte gib mir einen guten Auftrag. Commander Olyan, ich bin auf Befehl von Darth Barras hier. Bringt mich auf den neuesten Stand. Nicht eine Minute zu früh. Alles deutet darauf hin, dass der Gegner schon einige Zeit bereit für den Angriff ist. Wenn meine Informationen stimmen, haben sie uns in der Tasche. Ich bin dankbar, dass sie so lange gewartet haben. Ich brauche alle Details. Geben Sie mir so viele Informationen, die Sie haben. Wieso fangen wir nicht ganz am Anfang an? Ein Elite-Einsatztrupp der Republik hat eine Höhle unterhalb dieser Kommandozentrale ausgemacht. Sie haben Sprengsätze platziert, die die Zentrale und alle Militäroperationen des Imperiums sowie seine Kommunikation auf diesem Planeten zerstören wird. Zeigen Sie mir sofort, wo diese Höhle ist. Sagt mir, wo ich hin muss und ich mache dem ein Ende. Ich habe alle übrigen Soldaten auf die Suche nach der Höhle geschickt, aber die Überlebenden haben für ihre Bemühungen nur Blasterverbrennungen geerntet. Hier ist die ungefähre Position, wo wir sie vermuten. Viel Glück. Okay. Und warum können das nicht irgendwelche Soldaten machen? Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, dass wir jetzt diese Arbeit hier machen müssen. Aber okay, machen wir einfach mal. Wenn ich meine Belohnung bekomme, dann ist ja alles gut. Apropos Belohnung, ich habe nur noch so wenig. Wieso habe ich so wenig Geld? Ich werde arm. Okay, wir sehen uns dort. Na ja, da haben wir ja mal die rebellische Höhle gefunden. Rebellenhöhle kann man auch sagen. Und
Während wir hier uns durchkämpfen, mache ich jetzt meine Spielleiser. Auf 15. Ja, es ist eigentlich passend, weil das Spiel ist hier ultra laut. Und wenn wir hier uns durchschlagen, kann ich mal eine ganze Real-Life-Story erzählen. Und zwar, ich war ja gestern beim Friseur. Die Haare sehen auch jetzt nicht mehr so scheiße aus. Und es war so. Ich habe so gesagt, okay, oben soll kurz sein und so schön nach links gekämmt. Dann halt so einen kleinen Haarschnitt und dann halt die Seiten auch sehr kurz. Damit das nicht so scheiße aussieht. Was macht sie? Sie schneidet mir den halben Kopf ab. Also wirklich, fast einfach alle Haare sind fast abgegangen. Ich dachte so, warum schneidet sie denn da unten noch und warum schneidet sie dort ab? Und wieso hört sie jetzt nicht mehr auf, Alter? Ich dachte so, okay, du bist doch jetzt schon fertig, warum machst du denn weiter? Ich wollte natürlich jetzt nichts sagen, weil ich will jetzt nichts Gemeines tun oder Gemeines sagen. Schließlich soll auch jeder machen und ich will jetzt seine Arbeit da nicht ruinieren. Schließlich gibt er sich da mega Mühe, nur um meine Haare schön zu machen. Aber schon ein bisschen blöd gelaufen. Aber naja. Hauptsache ich war beim Friseur. Sehe ich auch endlich mal schicker aus. Aber ich habe das nicht für die Aufnahmen gemacht. Ich zeig mich ja wenig. Sif auf zu stöhnen. Wird das lange dauern? Ja, okay. Dann wenn. Warte, erstmal den töten. Der nervt mich hier. So, dann werde ich erstmal mich da durchkämpfen. Und dann, wenn wir beim Missionsort sind, werde ich dort wieder erscheinen. Also dann werdet ihr das sehen. Also bis gleich. Okay, und was macht ihr jetzt hier, scheiß Republikaner? Hat sich unser mysteriöses Problem gelöst? Ist alles aktiv? Ich würde sagen, ja, Sir. Alle Systeme scheinen zu laufen. Euer Detonator sollte aktiviert sein. Dann packen wir zusammen. Wir werden diese Höhle und die imperiale Kommandozentrale himmelhoch in die Luft jagen. Jawohl, wie kann man reden? Wir sollten darüber reden. Wir wollen nämlich nicht hier irgendwelche Schädigungen. Ich bin hier, um euch zu überzeugen, diese Mission abzubrechen. Zu spät, wir wurden entdeckt! Ruhig, wir wussten, dass das passieren könnte. Sith, ich werde den Detonator zünden, auch wenn das bedeutet, dass wir alle sterben. Ihr habt eben euer eigenes Grab betreten. Ich betätige den Schalter! Der drückt instant? Oh. Was? Ist eh nichts passiert. Nein. Los, geh schon hoch! Explodier endlich! Hast du Schrott gekauft? Es ist zwecklos. Jetzt verschwinde endlich. Brecht diese Mission ab und ihr werdet euren nächsten Kampf noch erleben. Nein. Wir werden als Helden der Republik leben und sterben. Leute, verschafft mir etwas Zeit, um den Detonator neu zu starten. Sterbt, Captain. Es wird keine Explosion geben. Der wird nichts gemacht. Ich mache hier die Regeln. Immer noch. Wenn das hier nicht so läuft, wie ich es mir denke, dann werdet ihr alle sterben. Die Mission ist in die Hose gegangen. Wir würden jetzt gerne von ihr weg, bitte. Dann aber flott jetzt hier. Raus! Aus meinen Augen, bevor ich die Geduld verliere. Schon weg. Raus jetzt hier! Ah, so ist gut. Schön weg hier. Ja, ich bekomme einen Anruf. Sieh einer an. Gut gemacht. Mission erfolgreich, was? Wow, wusstet ihr davon, Drake? Habt ihr etwa gelauscht? In der Tat, das habe ich. Captain Trajan wurde von einem von Barras Maulwürfen in der Republik hierher geschickt. Die Sprengsätze, die er platziert hat, waren nicht an den Detonator des Captains angeschlossen. Ich habe den richtigen Detonator. Verräter! Eine ausgeklügelte Falle für euch.
Du kleiner, kleiner Go! Dich knüpfe ich mir noch vor. Ihr seid alle tot. Ich werde euch umbringen, Drak. Das wäre allerdings erstaunlich. Unser Meister brüstet sich damit, immer allen einen Schritt voraus zu sein. Dazu gehört auch ihr. Er wusste, eines Tages würdet ihr euch gegen ihn erheben. Ihr wart sein begabtester Schüler. Ich betrachte es als Privileg, dass er mir erlaubt hat, den Abzug zu betätigen. Dieser Feigling. Soll er nur kommen, Alter. Und natürlich will er mich jetzt in die Luft jagen. Scheiß Drak, Alter. Er ist wie so eine Puppe, muss immer alles befolgen. Er würde es nicht wagen, sich mir persönlich entgegenzustellen. Der Meister bringt niemals den Müll raus. Baras sendet euch Grüße. Lebt wohl. Du Verräter! Raus hier, raus hier! Schnell, schnell, schnell! Wo ist Wette? Fuck. Interesse berechtigt. Soll ich wiederbeleben? Seid ihr? Helft noch nicht. Wir müssen sicher sein. Sein Wert ist nachgewiesen, wenn er die Reise in Sicherheit überlebt. Wir werden in der Kommandozentrale genau einen Tag auf den Beweis warten. Hey, wo wollt ihr hin? Helft mir! Fuck. Oh, Fette, du bist zum Glück noch da. Fuck! Ich wusste, dass sowas kommt. Ich hab direkt gedacht, dass hier irgendwas nicht gut läuft. Aber wir müssen erstmal hier raus. Denn die ganze Höhle stürzt hier ab. Fuck, fuck, fuck. Aber wer waren diese roten Leute? Das waren doch auch solche Sabraks. Komm, Heron. Raus hier schnell. Auf jeden Fall müssen wir Barris aufhalten. Ich wusste, dass er irgendwas nicht Richtiges macht. Aber wir mussten eh irgendwann unseren Meister töten. Die Zeit ist jetzt gekommen. Aber erstmal müssen wir uns sammeln. Okay, kann ich zurückgehen? Ja. Gut, dann sehen wir uns erstmal bei der Frontkommandozentrum. Okay, finden wir diese mysteriösen Leute wieder? Ich hoffe es. Hallo? Wer seid ihr? Wir sind beeindruckt. Ihr seid würdig, der Zorn des Imperators zu sein. Ich bin nicht in Stimmung für diese Spielchen. Sagt, wer ihr seid. Ich zähle bis drei, dann habt ihr mir alles erklärt. Wir sind eure Verbündeten. Seht mich an. Ich bin Diener 1. Das ist Diener 2. Wir sind die Hand des Imperators. Der Rat der Sith agiert blind. Wir allein überwachen den Willen des Imperators in der Galaxis. Oh, also seid ihr sozusagen über Barriss, sozusagen die größten Diener der Galaxis. Seid gegrüßt. Ich würde euch natürlich nicht beleidigen. Welche erfreuliche Begegnung. Wir haben den Zaun vor einiger Zeit auf die Probe gestellt. Der Imperator hat die Hand mit einer großen Aufgabe betraut. Und ihr sollt sein Zorn werden. Darth Baras greift nach der Macht entgegen den Wünschen des Imperators. Er muss aufgehalten werden. Ich werde es tun. Keine Sorge. Der Imperator kann auf mich zählen. Hoffentlich werde ich seine zweite Hand. Alle meine Fähigkeiten richten sich auf die Zerstörung von Baras. Der Verräter hat den Zorn motiviert. Seit dem Vertrag von Coruscant hat sich der Imperator aus der bekannten Galaxis zurückgezogen und bereitet sich auf eine große Aufgabe vor. Baras hat davon erfahren und behauptet nun, das Sprachrohr des Imperators zu sein. Wenn der Rat der Sith ihn zur Stimme des Imperators ernennt, erhält er höchsten Einfluss über das Imperium. Das dürfen wir nicht zulassen. Nicht gut. Das ist eine erschreckende Vorstellung. Zorn kann von Furcht angetrieben werden.
Der Imperator wählt ein Wesen, das ihn verkörpert. Dieses Wesen ist die Stimme. Ihr gebührt derselbe Gehorsam wie dem Imperator selbst. Aber die wahre Stimme wurde zum Schweigen gebracht. Und in ihrer Abwesenheit gibt es nichts, was Barras Anspruch widerlegen könnte. Manche im Rat glauben wirklich daran. Andere sehen einen Vorteil darin, ihn zu unterstützen. Und Barras schmiedet Pläne gegen seine Gegner. Ich werde ihn ausschalten. Schick mich dort. Mit Barras stirbt auch die Bedrohung. Er ist zu mächtig, um sich ihm jetzt entgegenzustellen. Der Zorn muss wachsen, bevor er zum Einsatz kommt. Eure Crew erwartet euch bei eurem Schiff. Sie wurde über die Entwicklungen informiert. Barras will den Rat in die Knie zwingen, aber er hält euch für tot. Das ist unser Vorteil. Kehrt zu eurem Schiff zurück. Wir werden euch sagen, was ihr tun könnt, um seine Pläne zu durchkreuzen. Jo, wie schnell die das gesagt haben, meine Crew. Aber ich bin jetzt die Stimme des Imperators und das sind die Diener. Alter, krasser Wendepunkt. Also, man denkt so, okay, man macht weiter Aufträge für Barras und dann wird man ihn irgendwann stürzen. Aber er verratet dich. Also, er hat keinen Bock mehr auf dich. Vielleicht lag es daran, dass ich ihn letztes Mal respektlos behandelt habe. Aber okay. Das ist ein nicer Wendepunkt. Finde ich nice. Ich hoffe, man sieht den Imperator noch. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Es hat richtig Spaß gemacht heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.